Willkommen bei CSR Automotive. Heute ein neues Video, neues Auto, neues Mitglied hier bei uns. Markus, ein Auto, endlich seit ewigen Lieferzeiten gekommen, der Octavia RS. Und ja, wie wir uns kennen, haben wir uns da natürlich was überlegt und wir haben uns jetzt hier auch was ganz Neues überlegt. Und zwar Montage, neue Montagetechnik, jetzt gerade in der Erprobung. Wir wissen noch nicht genau, wo es hinkommt und ob es klappt und was wir vorhaben nach dem Intro. So, und zwar, was haben wir vorgehabt jetzt hier im Speziellen für diese Kappspoilerlippe? Aufgabe war nix bohren, nix nieten und wir haben ja jetzt unser neues 3M Klebeband. So, in Kombination 3M Klebeband, die doch sehr gute Auflagefläche für das Klebeband an dem Spoiler und den Spoiler, den wir speziell dafür konstruiert haben, und zwar nur sehr leicht auftragend und hier den Ausschnitt, damit die Luft im Endeffekt sich sauber auf der doch relativ optisch zwar großen Anlagefläche, aber auf der mechanisch kleinen Anlageflächen ordentlich verteilen kann und vor allem abströmen kann. Die Sachen haben wir jetzt letztendlich simuliert im CAD und jetzt geht es in die Erprobungsfahrt. Wie wir die Spoilerlippe jetzt dran montieren, das zeigen wir euch jetzt in einer kleinen Zeitraffer, in einer kleinen Zusammenfassung. Das Auto macht ja immerhin 240 Brandy, glaube ich. Ja, also wenn der Akku voll ist und was weiß ich, mal da alles macht und drückt und tut, macht er ungefähr 240. Und ob das funktioniert, das werden wir jetzt dann sehen. Wir haben die Spoilerlippe auch nochmal speziell im Nachgang fixiert. Also das heißt, es hat keine Einwirkung auf die Montage an sich. Aber falls sich irgendetwas lösen sollte, dann haben wir da noch den Garant, dass das nicht dem nächsten in die Windschutzscheibe reinfliegt. Wie gesagt, spezielle Aerodynamik. Und ich muss sagen, urteilt selbst, so eine kleine Lippe unter der Lippe, die er da schon schön hat, der RS, das tut ihm optisch auf jeden Fall nicht schlecht. Wir werden anschließend auch nicht nur Topspeed versuchen zu fahren, sondern eben auch noch den Härtetest in der Waschanlage. Und ja, da lassen wir noch ein bisschen die GoPro mitlaufen. Und dann seht ihr, wie sich die Spoilerlippe, wenn sie sich verändert, verändern sollte. Ansonsten, als Pendant ist ja logisch, wenn wir vorne einen Abtrieb haben, brauchen wir hinten auch einen Abtrieb. So, haben wir hierfür gesorgt, kennt ihr unsere klassische Heckflügel, die ja ohnehin schon im 3M-Klebeverfahren montiert werden. Das haben wir jetzt auch noch kurz in der Werkstatt eine Zusammenfassung für euch. Ja, und das in Kombination spielt gut zusammen. Und dann würde ich sagen, Brandy, fahren wir los. Erstmal Waschanlage und dann gib ihm, oder? Also auf geht's. So, jetzt sind wir in der Waschanlage. Und jetzt bin ich echt schwer gespannt. Die GoPro ist vorne dran.
Die nimmt auch auf. Wir schneiden jetzt da auch ein paar Bildchen rein. Gucken wir mal, wie das Ganze. Ich habe eigentlich eher Angst um die GoPro, wenn ich ehrlich bin. Ja, verstehe ich. Ja, da ist sie noch, aber ich glaube, die filmt nicht mehr das, was es filmen soll, oder? Nee, ist ja wurscht. Aber sie ist noch da, Lippe ist auch noch da. Ist ja auch wichtig, ne? Ja. Ersten Test bestanden. Die GoPro, die filmt zwar jetzt keine Ahnung was. Heckflügel ist auch noch dran. Passt. 66 Stundenkilometer und die Waschanlage haben wir auf jeden Fall schon mal hinter uns. Und hier ist ein Elefantenrechen, das trifft sie natürlich gut. Hinter uns das Pace Car. Ah, der ist. So, wir haben jetzt 160, 70. Das hat er auf jeden Fall schon mal gehalten. Auch in dem Fall geht es mir eigentlich ein bisschen mehr um die GoPro. Aber ja. Brandy, noch Schweißperlen auf der Stirn. Klar. So Männer, schaut's euch an. Brandy, geh mal kurz rum. Alles noch da. Also es ist alles noch dran. 230 roundabout haben wir ja geschafft. Mehr hat es nicht zugelassen, die Autobahn. Aber wie ihr seht, das Klebeband ist einfach der Hammer. Und die Schweller, die neuen von uns, die werden alle mit dem Klebeband ausgerüstet. Da habt ihr echt keinen Stress. Das klebt für immer und ewig. Und jetzt versuchen wir eben im Test, hier in dem Testfahrzeug, auch vor allem auf längere Zeit hin, mal so 2-3 Monate. Jetzt kommt der Winter. Wie ist es mit kalt? Wie ist es mit warm? Mit Salz? Mit dem ganzen Dreck und den Umwelteinflüssen zu schauen, wie das Klebeband in Kombination mit unserer Spoilerlippe funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, wenn der Testzeitraum bestanden ist und wir mit dem TÜV gesprochen haben, dass wir die ABE entsprechend dann auch erweitern können. Und zumindest für solche Modelle, wo wir diesen Ausschnitt haben, beziehungsweise einfach für Modelle, wo es aerodynamisch so konstruiert ist, das Bauteil, dass die anliegende Luft entsprechend abströmen kann. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Brandy geht nochmal 2-3 Mal mit der Cam rum. Jo. Die einzige, die nicht so ganz so gut performt, das ist die GoPro. Die schaut jetzt ein bisschen nach unten immer. Aber egal, ich hoffe, wir haben ein paar Shots mit drauf. In diesem Sinne, liken, abonnieren. Bis bald. CSR. Ciao. Ciao.